In diesem Video wird gezeigt, wie man mit GeoGebra ganz rasch ein Punktediagramm und eine lineare Regressionsfunktion zeichnen kann. Dazu öffnen wir uns in GeoGebra die Tabellenansicht und geben die angegebenen Daten ein. Mit einem Linksklick werden die Daten markiert und mit einem Rechtsklick kann sofort eine Liste von Punkten erzeugt werden. Diese Liste von Punkten wird automatisch in das Grafikfenster gezeichnet und so kann man sofort die X- und Y-Koordinaten ablesen. Ein letzter Schritt fehlt noch zur Erstellung der linearen Regressionsgeraden. Und zwar gibt es hier ein einfaches Werkzeug im vierten Werkzeugmenü, Regressionsgerade. Man braucht dieses Werkzeug nur auswählen und gar keinen Befehl verwenden und dann mit einem Auswahlfenster, die linke Maustaste ermöglicht das, die einzelnen Punkte im Grafikfenster auswählen und schon erhält man die Regressionsgerade. Und wie man erkennen kann im Algebra-Fenster, sieht man auch sofort die Gleichung dazu.